Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und liebe Jungfrau, du bist natürlich hier wieder an meinem Tisch gelandet, um dir deine Augustbotschaft bei mir abzuholen. Wie immer werde ich das mediale Bild, das ich von der geistigen Welt für dich für den Monat August empfangen habe, werde ich dir am Anfang überbringen. Dann werden wir deine Legung tun mit diesem wunderschönen Lenormand-Deck. Wir werden allgemeine Ebene, Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung für dich anschauen für den Monat August. Und am Ende werde ich dir hier mit den Energieportalkarten noch eine Zusatzbotschaft mit auf den Weg geben von der geistigen Welt. Lass uns diese Botschaft schon jetzt einmal herausfühlen und dann werden wir schauen, wie es sich am Ende alles vielleicht ganz harmonisch ineinander hinein verschlingt. Warum sage ich das? Keine Ahnung. Ja, ich grüße dich hier aus meiner kleinen Daisy. Ich bin zurück in der Schweiz. Und ja, du siehst, ich lebe ganz minimalistisch, ganz spartanisch in einem Bus, reise um die Welt. Ja, und ich bedanke mich hier an dieser Stelle natürlich für jede Spende oder für jeden Thanks, den man mir und der Daisy hier gibt, für Benzingeld und natürlich Essen. Genau. Und du findest alles über mich unten im Übrigen in der Videobeschreibung, wenn du das erste Mal hier bei mir gelandet bist. Jungfrau bitte, Jungfrau August, Jungfrau August, Botschaft bitte. Wunderbar. Du siehst auch, ich habe einmal eine neue Ansicht hier gewählt, dass man mich ein bisschen sieht. Ich möchte aber dennoch, dass man auch die Legung sieht. Also wenn ich jetzt die Kamera hochnehme und du mich sehen könntest, hi, im Übrigen, ja, das bin ich, dann siehst du die Karten nicht. Also ich habe versucht, ein bisschen einen Mix zu machen. Lass es mich wissen, wie dir das gefällt. Wenn dir diese Ansicht gefällt, werde ich mir natürlich so ein Steckmikro zutun, damit hier das Kabel nicht so störend ist. Ja? Es ist mal ein Pilotversuch. Ja, lass es mich gerne wissen. Dein mediales Bild, liebe Jungfrau, das war sehr, sehr, sehr mystisch. Es kam mir wirklich fast vor, auch wie deine Tarotkarte, der Eremit. Ich sah dich, es war so Mondschein, fast Vollmond, also es war nicht dunkel, es war ein natürliches Licht da und ich sah dich so Pfade heruntergehen. Ja? Du hattest tatsächlich so wie eine Lampe auch dabei oder war es eine Lampe oder eine Fackel? Ich glaube, es war eher eine Fackel, hattest du auch noch dabei. Und du gingst diese Pfade herunter. Und diese Pfade erinnern mich ganz, ganz stark an die Wildschweinpfade. Das ist etwas Keltisches. Und ja, die Kelten sagen, oder halt die aus dem Norden, dass diese Wildschweinpfade auch in uns sind. Sie sehen das Wildschwein als ein extrem wichtiges und machtvolles Tier, ein Tier, das ganz, ganz viele wunderbare Qualitäten hat, eben wie natürlich Kraft, Power, eine super Nase, also ein super Instinkt hier auch, sehr sozial auch natürlich in der Gruppe. Und ich habe das Gefühl, dass du irgendwie diese Pfade gegangen bist in dir. Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut und ich weiß nicht warum. Ich fühle hier Meister Kutumi extrem stark schon in deine Legung kommen. Ich fühle seine Präsenz hier. Meister Kutumi arbeitet auf dem 10. Es ist so ein gelb, fast seine Energie ist so Eigelb, könnte man es nennen, so ein goldgelben Tiefes, und er hilft
ganz stark den Solarplexus auch zu öffnen. Kutumi war in seiner Inkarnation Franz von Assisi. Wenn dich das übrigens alles interessiert und du auch ein Master Medium oder ein Master Priest oder ein High Priest, der aufgestiegenen Meister werden möchtest, dann schau dir bitte unten die Ausbildung an, die ich anbiete, und natürlich auch meine Playlist, was ich dir hier zu Diensten deiner schnellen Transformation alles bieten kann. Das ist nämlich jede Menge. The Art of Transformation. Darum sind wir hier. Wir wollen uns entwickeln. Ja, also Meister Kutumi. Und wenn jemand einen sehr gut geöffneten Solarplexus hat, dann ist er, dann kommt er in dieses, in diese heilige Schwingung hinein, die wirklich wie eine Sonne um dich herumstrahlt, also wie ein Schutzschild ist. Aber gleichzeitig können wir uns auch mit allem, was ist, verbinden. Ja, also das ist die Lehre der Empathie vor allem auch. Und ich fühle das sehr, sehr stark, Jungfrau, für dich im Monat August, dass du einen inneren Weg tust, um dich entweder mit dir selbst zu verbinden oder mit dir im Klaren zu werden, was dein Weg ist, dein Lebensweg vielleicht auch. Ja, schau mal Seelenscanning an. Ja, lass es mich wissen, wie das stimmig ist für dich, liebe Jungfrau. Lass uns jetzt in deine Legung starten, die wird uns sicher noch einiges mehr hier erzählen. Jungfrau, bitte, August. Jungfrau, August. Ja, wir haben den Narren. Ich werde dir jede einzelne Karte natürlich, wie immer zeigen. Mhm. Ja. Ich wollte noch sagen, es kommt mir vor, als wärst du da nicht allein auf diesem Pfad, als würde dich jemand begleiten. Und da hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, es wäre Meister Kutumi, der dich da begleitet, sondern entweder ist es dein Schutzengel, weil, ja, oder es ist Erzengel Gabriel. Das wollte ich noch sagen, und ich habe hier tatsächlich auch die Karte den Tod gezogen, was natürlich sehr zu Gabriel auch passen würde, mit seiner Schwingung von Sterben und Werden. Also mit ihm mache ich auch das Soul Healing, ja, wo ich alle Chakren entblockiere und löse und wieder in die richtige Schwingung bringe. Erzengel Gabriel ist definitiv der Engel der Wiederauferstehung. Er gehört ganz stark in das Gebiet auch des Todes. Ja, er überbringt auch oft die Botschaft, wenn jemand stirbt. Ich habe hier das Gefühl, mit dem Narren im Allgemeinen willst du dich, liebe Jungfrau, definitiv von etwas verabschieden. Schau, wir haben die 13 und wir haben die 0 und beides ist eigentlich ein Neubeginn. Also ein Ende eines alten Zykluses und der Neubeginn von etwas ganz Neuem. Was das natürlich ist, das weißt du am allerbesten. Was mir hier aber ein bisschen zu bedenken gibt, ist hier die 5 Schwerter noch als ein Zusatzthema. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Backstabbing erfahren, das heißt, jemand hat dir hier definitiv hinterrücks den Dolch in den Rücken geschoben. Vielleicht fühlst du das stark in deiner Umgebung, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis oder in deinem Jobbereich. Aber ich glaube, das hat dich ziemlich deftig hier aufgerüttelt, diese Tat oder was du hier erfahren hast. Ich glaube, dass dein Instinkt oder deine Intuition, was diese Person hier betrifft, auch richtig ist, wenn das deine Frage wäre. Ich glaube, dass du hier deshalb einen ganz neuen Start mit dir machst. Und ich glaube, der ist in dir schon im Prozess, darum diese Pfade. Also ich habe Gänsehaut von oben bis unten die ganze Zeit. Das ist eine unglaublich starke Legung hier. Ich glaube, die ist lebensverändernd, liebe Jungfrau. Ja, wenn du hier tiefer schauen willst,
Schau unten das Video auch in der Playlist, was für eine persönliche Beratung, wie wir das tun werden. Lass mich das mal noch decken. Diese fünf Schwerter, was ist das? Was ist das? Lass uns da tiefer kurz noch hineingehen. Was ist das? Fünf Schwerter bitte decken. Fünf Schwerter decken bitte. Zwei. Siebter Schwerter, ja, schau dir das an. Also es könnte tatsächlich auch mit einer Gruppe zu tun haben. Siebter Schwerter. Also im Prinzip fast dasselbe Bild. Hier geht es mehr um den klassischen Dieb auch. Ja. Er nimmt dir sieben, lässt dir in seinem Gutwillen noch zwei. Das heißt, es könnte sich hier aber auch um eine Klärung, weil Schwerter ist Luft, ist Verstand, ist Kommunikation, ist in Gedanken. Definitiv auch noch, vielleicht hat dich hier eine Person auch geghostet, ja, aber es stehen noch zwei Schwerter. Also hier könnte noch einmal eine Kommunikation hineinkommen über diese Situation, wo du das Gefühl hattest oder hast, oder es ist wirklich so, dass das, was diese Person oder diese Personen gemacht haben, was auch immer es ist, Intrigen, vielleicht hat dich wirklich jemand betrogen, belogen. Ja, hier ist auf jeden Fall noch die Hoffnung auf Klärung oder Kommunikation, auch wenn dich diese Person vielleicht geghostet hat. Ich habe stark das Gefühl, dass du dennoch deinen Weg gehst, liebe Jungfrau hier, dass du das für dich beenden wirst. Was auch immer es ist. Lass uns zu Finanzen und Beruf kommen. Finanzen und Beruf, bitte, Jungfrau August. Hier umso besser. Also ich denke, dass diese Situation nicht in deinem Arbeitsfeld ist. Ja, super, Königin der Stäbe, Zehn der Kelche. Du bist hier definitiv, hier wollten zwei kommen, dann nehmen wir auch zwei. Du bist hier definitiv vielleicht auch auf der Suche hier mit den Zehn der Kelche auf eine Arbeit, die dich auch gefühlsmäßig ausfüllt. Weil Kelche sind Emotionen, das ist also Fisch mit Fische. Aber auch hier ist das wieder ein mit der Zehn, ein Anfang und ein Ende. Ich habe das Gefühl, dass du hier eventuell auch vielleicht eine Arbeit beginnst, die dich hier auch emotional sehr tief ausfüllt und befriedigt hier, liebe Jungfrau. Oder dass du definitiv danach suchst. Ja, vielleicht ist das auch im spirituellen Bereich. Vielleicht überlegst du wirklich, hier eine Priesterin zu werden oder ein Priester. Also wir sind kein Kult oder irgendeine fixe Sache. Ja, also hier ist jeder frei. Man kann die Zertifikate machen und diese Ausbildung weitergeben natürlich. Das ist der Sinn der Sache. Eins ist klar, du bist hier beruflich und finanziell super unterwegs mit der Königin der Stäbe. Das ist Löwe-Energie, das ist ein Leader. Vielleicht hast du auch eine Leader-Position. Gut, da könnte es vielleicht sein, dass dich hier jemand vom Thron ja, dass hier jemand an deinem Stuhlbein sägt, ja, wir sagen das in der Schweiz so, wir sagen, ja, da sagt er jemand am Stuhlbein, genau, das könnte sein, aber du wirst dich hier von dem nicht ganz beeindrucken lassen. Also eine Königin der Stäbe, da muss man schon sehr, sehr lange sägen, genau, also wahrscheinlich hat sie dich vorher schon niedergebrannt hier, ja, also auch finanziell absolut top hier. Ja, und auch hier, wow, zwei der Münzen, sieben der Kelche. Also du hast hier definitiv Optionen mit den sieben der Kelche, auch beruflich, vielleicht bist du eben neue Stelle am Suchen und du wirst definitiv hier auch instinktiv mit dieser ganz intensiven Wildschwein-Energie, ja, mit dieser super Nase wirst du hier auch definitiv das Richtige für dich herausschnuppern können, ja, und hier mit den zweiter Kelche
kommt ein wunderschöner Ausgleich zwischen Geben und Nehmen auch ins Leben. Du jonglierst vielleicht am Anfang noch mit einem Job und einer Ausbildung oder für was auch immer du dich entscheidest. Aber es ist stressfrei. Du findest einen wunderbaren Weg hier, die Dinge in deinem Leben, Geld, Arbeit, Beruf, Familie, Partnerschaft und so weiter unter einen Hut zu kriegen. Vielleicht tust du hier auch mit einer starken Persönlichkeit zusammen, das könnte auch sein, und startest hier ein ganz, ganz neues, sehr erfolgreiches Projekt hier. Also Finanzen ist bei dir gut, auch Beruf im August. Kommen hier grandiose und tolle Chancen auf dich zu. Liebe Jungfrau, das fühle ich so und das sagen hier definitiv auch die Karten. Dann kommen wir zu Liebe und Beziehungen. Bitte, Jungfrau, Botschaft der geistigen Welt, bitte, Jungfrau, August. Ja, da könnte es vielleicht mit dieser Person zu tun haben. Ich habe hier definitiv den Rückzug. Scheint mir, du musst dich hier erholen von etwas. Aber du, tu das, liebe Jungfrau, ich kann es dir einfach sagen. Also du machst das genau richtig. Du ziehst dich hier in Sachen Liebe und Beziehung einmal ein bisschen zurück, auch wenn du Single bist, mit den vier der Schwerter. Du siehst, diese Person, also sie, die Schwerter durchbohren sie nicht, also sie geht hier freiwillig in einen Rückzug hinein, sie will vielleicht mal ein bisschen vom Verstand wieder zurück ins Herz kommen, also das Pferd hinten, du siehst, das ist sehr kraftvoll, das ist in Action auch, aber mehr auf einer geistigen, inneren Basis. Und ich glaube, dass du dich hier mal zurückziehst, vielleicht um dir sehr klar zu werden einmal. Da haben wir Stier hier mit der Königin auch wieder. Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, es ist die Energie dieser Karte. Du siehst, wie reich sie ist, wie klar sie ist, wie selbstbewusst sie ist, diese Energie. Und ja, also die Königinnen oder Könige, die jagen hier nicht einem Menschen nach. Ja, selbst wenn dieses Pferd das vielleicht möchte, hältst du das ganz gut zurück hier, ja, mit diesem Rückzug, um dir zuerst klar zu werden, was du eigentlich in einer Beziehung brauchst, um glücklich zu sein. Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Ja, weil das ist oft ein Problem in den Beziehungen, dass wir immer versuchen, es dem Partner oder wenn wir auf ein Date gehen, reden wir das, was der andere hören möchte, ja, um den zu bekommen oder die. Ja, oder wir wollen es dem Partner oft recht machen und vergessen dabei aber, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis das nicht mehr funktioniert. Ja, wenn man nicht sich selbst ist, authentisch. Und ich glaube, das ist genau das Thema hier. Lass es mich wissen. Vielleicht ziehst du hier auch ein bisschen zurück, weil das ist definitiv auch die Karte der festen Beziehung. Ja? Also Erde ist in der Materie. Das ist etwas, wo man darauf bauen kann. Das ist eine feste Verbindung hier. Vielleicht machst du dir Gedanken darüber, ob du das wirklich möchtest. Ich habe das Gefühl, es könnte auch sein, dass du nach einer Weile Rückzug hier jemanden kennenlernst. Ansonsten ist das die Energie in deiner Partnerschaft. Tu das mal, kommuniziere das auch, Jungfrau. Es könnte auch im sexuellen Bereich sein, weil wir haben hier die Kraft. Und du siehst auch hier, wie wunderschön sie hier diese göttliche Urkraft, diese Kundalini, wie sie die wunderbar zähmt und im Einklang ist mit ihrer Sexualität, mit ihrer Kraft, mit ihrem Gott selbst. Und
Das ist natürlich auch mit dem Löwe hier eine Karte der Leidenschaft, der Sexualität auch und so weiter. Also hier kommt definitiv was ins Fließen nach einem gewissen Rückzug hier. Wow. Ich möchte mal gerne wissen, ob das eine Ex-Person ist hier. Entschuldige, es hat mich gerade so, ich glaube, ich habe gerade eine Mücke hier erwischt. Oder ob das eine neue ist. Ich mag zwar so Ex-Sachen nicht unbedingt hier einbringen, aber ich komme darauf, weil die Karte der Tod eben auch natürlich eine Reconciliation ist, also eine Wiederverbindung. Ja, wie nennt man das auf Hochdeutsch? Aber du weißt, was ich sagen will. Ja, dass hier was zu Ende kam, vielleicht hat dein Partner, war nicht fair zu dir oder vielleicht war es auch an deiner Seite, wer weiß. Aber dann wäre das hier ein Anfang. Ja, lass mich fragen, ob das eine Ex-Person ist. Ja, also hier definitiv ist der Turm gefallen mit einer Person hier. Und der Turm ist auch dasselbe, also es ist halt der Turm, da könnte was hervorgekommen sein, was diese Beziehung oder diese Verbindung definitiv gerüttelt hat, ja, aufgerüttelt hat auch, ja. Und aber der Turm muss auch nicht etwas Negatives sein, manchmal braucht es das auch, um auf diesem Fundament, das gefallen ist, vielleicht wurde der Turm auf Sand gebaut, ja. Und man ist sich bewusst, man muss ihn auf Felsen bauen, ja, auf eben auf etwas wirklich Gutem und Festem hier. Und der Turm ist auch, wenn man gereift ist, und das ist eine Königin definitiv, ist es auch eine Chance für eine tiefere Verbindung, sich besser kennenzulernen oder einen Neustart zu tun, der dann auch hält, ja. Vielleicht muss man hier durch schmerzhafte Themen miteinander gehen. Ich sage dir, tut das bitte, weil ich glaube, dass das gut kommen kann wieder. Wow, was für eine Legung hier. Unglaublich, liebe Jungfrau. Lass es mich wissen. Ich freue mich hier auch für alles, was du mir übrigens entgegenbringst, in Form von einem Like, einem Kommentar, abonniere doch bitte den Kanal, teile die Videos, werde ein Kanalmitglied für 2,99 Euro, kannst du mich privat ein bisschen begleiten, du hast die Videos auch immer schon im Vorfeld. Also du siehst, du kannst einiges tun, buch eine Session, um mir und meiner Daisy hier eine Unterstützung zu sein. Ja. Oh, wie passend. Ja, ich habe eine Mücke hier drin. Hei, hei, hei. Du stichst mich hier. Hi. Also, wie passend. Innerer heiliger Raum. Du könntest auch mal auf meine Playlist gehen, Meditationen, Affirmationen. Dort mache ich genau das. In den inneren Garten von diesem Raum aus arbeite ich auch immer in jeder Session. Könntest dir eine schöne Meditation anhören, was auch immer dir gut tut hier, um in deine innere Kraft zu kommen und deine Antworten in dir zu finden. Heiliger innerer Raum. Sakralchakra, siehst du, das sind die Bedürfnisse, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit. Da wären wir wieder. Wow. Vielleicht musst du das hier wirklich kommunizieren, liebe Jungfrau. Heiliger innerer Raum, 93. 9 und 3 ist 12. Ja, da wären wir. Was ist 12 für ein Trumpf? Hei, hei, hei. Der Gehängte, glaube ich. Ja, die Umkehrung, Innenschau. Ja, dasselbe wieder. 93, ich lese dir hier gerne noch deine Botschaft vor. Mit dieser wunderschönen Karte. Schau auch die Farben. Wunderschön sanft. Und hier hätten wir auch
dieses Goldgelb, wo ich gefühlt habe von Meister Kutsumi. Ich glaube, er gibt dir hier wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung. Deine Botschaft ist auf jeden Fall, du wirst zu dem Portal deines heiligen Selbst transportiert. Dies ist die Gelegenheit, um zu erkennen, dass die zarten und verletzlichen Aspekte deines Wesens die Schlüssel zu großer Macht sind. Also du siehst, obwohl ich die am Anfang gezogen habe, also vom medialen Bild bis zu dieser Karte, redet es hier immer wieder um dieselbe Sache. Ja, und das ist Spirit, das ist Geist. Ich gehe nicht in tausend Themen hier. Es fließt also einfach unglaublich. Ja? Es ist immer wieder dieselbe Botschaft an dich, liebe Jungfrau. Steh zu allen Aspekten deines Seins, von denen du dich abgetrennt oder die du aufgegeben hast. Wenn du mir Liebe und Zugehörigkeit erfahren möchtest, richte deinen Blick nach innen. Die Liebe in deinem Inneren zu entdecken, ist eine besonders wichtige Lektion. Erkenne, dass falsche Narrative in deinem energetischen Feld umhergegeistert sind. Vielleicht wäre hier wirklich ein Soul Healing angebracht oder eine Freischneidung mit Michael. Aber ich habe das Gefühl, weil dich Gabriel begleitet hat, dass das vielleicht und auch die Quellen der Heilung, er bringt dich ja in die Quellen der Heilung nach Shambhala und die haben genau diese Farbe. Also auch dieser Raum, wo diese Quelle ist, wo wir dich hineinlegen, um deine Chakren alle zu entblockieren. Ja, schau dir das bitte mal an. Es heißt Seelenheilung, Soul Healing mit Erzengel Gabriel. Vielleicht hat man dich sogar angelogen und dir erzählt, dass du nicht schön bist. Diese Karte erinnert dich daran, dass du nicht nur schön bist, sondern noch wichtiger, Schönheit in der Welt erschaffen kannst. Erkenne, dass du die Macht des Universums in deinem Inneren trägst. Dann wirst du im Flow sein. Wow, also Jungfrau, wenn es dir nicht gut geht im Moment, bitte mach das Soul Healing, weil das sind die Quellen der Heilung von Shambhala und genau bringen sie dich wieder in den Fluss, in den Flow des Lebens zurück und aktivieren all das Wunderschöne, all diese Farben, Regenbogenfarben, die du bist, liebe Jungfrau. Ja? Lass dich hier nicht von deiner Umwelt hier backstaben oder irgendwie verunsichern oder niedermachen. Ja. No way. Ja, bitte, melde dich ansonsten. Ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir hier wie immer ganz viel Licht und Liebe. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei dir. Ich liebe dich, liebe Jungfrau. Und ich freue mich ganz speziell wieder auf dich. Bis bald. Und tschüss.